Nachdem ich selber ja einige Jahre in der Geschäftsleitung einer Dachdeckerei tätig war, war ich immer auf der Suche nach einem guten Produkt, das das Dach und die Photovoltaik vereint und kein schlechter Kompromiss ist. Ja, es gibt genug Produkte am Markt von Blechfirmen, von Ziegelfirmen, von Betondachsteinfirmen, die aber immer ein Kompromiss sind zwischen dem Dach und der Photovoltaik. Und so war ich auf der Suche nach einer guten Lösung. Und Gott sei Dank ist mir vor ein paar Jahren das Produkt der Firma SunStyle aufgefallen, das kein Kompromiss auf der Dachseite ist und auch kein Kompromiss auf der Photovoltaikseite ist. Und Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit bekommen, dieses Produkt zu erwerben und auch zu verbauen. Und in dem Video, was im Hintergrund gerade läuft, sieht man sehr gut, wie wird das aufgebaut. Es gibt da, abgesehen jetzt von dem Haupt, ich nenne es jetzt mal Dachziegel, Ziegel ist eigentlich das schlechte Wort, von dem Dachteil, das aus Photovoltaikzellen und Doppelglasmodulen besteht und begehbar ist, ganz im Gegensatz zu allen anderen Produkten am Markt, ist dieses Produkt auch begehbar. Dann ein ganz besonderes Feature von dem SunStyle ist, dass man das bis 5 Grad Dachneigung herunterdecken kann und bis 89 Grad raufdecken kann. Das heißt, wir sind in der Fassade zu Hause und auch auf ganz, ganz flachen Pultdächern. Die Frage, die sich bei Indachanlagen auch immer wieder stellt, ist, wie ist es mit der Hinterlüftung und mit der Erwärmung der Module? Und da ist bei SunStyle ganz besonders wichtig, es sind hier Dichtungen verbaut, die das Dach als Ganzes sehr, sehr dicht machen und damit die Hinterlüftung mit einem guten Absaugprinzip funktioniert. Das heißt, wir haben auch diese Problematik ganz gut im Griff, dass die Erwärmung der Module nicht so stark ist wie bei anderen Indachanlagen. Das Schöne an dem SunStyle-Dach ist auch, dass wir die komplette Dachfläche nutzen können. Es gibt hier eigene Teile für die Traufe und für den First und für den linken und für den rechten Ortgang. Das heißt, wir können die komplette Dachfläche optimal ausnutzen und haben sozusagen damit eine sehr hohe Leistungsdichte auf dem Dach. Auch immer wieder stellt sich die Frage, wie teuer ist so eine Indachanlage? Und da kann man relativ einfach sagen, wenn man eine normale Dachdeckung verwendet, oder kommt natürlich darauf an, welche Dachdeckung man verwendet, und dann eine Photovoltaikanlage draufbaut, wird es ein bisschen günstiger sein wie eine SunStyle-Anlage, allerdings nicht so schön. Das heißt, wir kaufen uns natürlich auch eine Optik ein und alles in allem kann man sagen, werden die Mehrkosten über alles gerechnet in etwa bei 10 maximal 15% liegen, aber dafür haben wir ein wunderschönes Dach. Wenn so eine Anlage jetzt von Reimann Kraft der Sonne geplant wird, dann nehmen wir ganz besonders Rücksicht darauf, dass wir verschaltungstechnisch so liegen, dass wir in Zukunft auch Fehler finden können, was ganz, ganz besonders wichtig ist. Und was noch wichtig ist, falls ein Fehler auftritt, können wir die Module ganz einfach tauschen. Wir müssen da nicht das gesamte Dach abdecken, wie es zum Beispiel bei Mitbewerberprodukten der Fall ist, sondern wir können einen Dach, nennen wir es jetzt Teil, herausnehmen und den ganz simpel in einen neuen tauschen. Wenn wir Interesse geweckt haben an einer so einer schönen, architektonisch wertvollen Photovoltaik-Dachlösung, dann melden Sie sich bei uns. Wir stehen für ein Beratungsgespräch gerne zur Verfügung und planen eine wunderschöne Photovoltaikanlage für Sie.